Willkommen zurück zu LWS Psychonauts. Und ich habe ja so ein bisschen was herausgefunden letztes Mal. Weil ich gut bin. Und weil ich Lukas habe. Eigentlich, weil ich Lukas habe in dem Fall. Aber wir werden das gerade mal testen. Ich werde noch nicht verraten und zeigen, was es ist. Gut, ihr wisst natürlich, was es ist, wenn ihr den Kommentar von Lukas gelesen habt und wenn ihr das Spiel wahrscheinlich kennt. Ja, GPK. GPK war es, ne? GPK. 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 Ich möchte mal hier lang. Ich weiß nicht, warum ich hier lang möchte. Ich möchte einfach nur lang, weil ich lang will und weil hier was ist. Hier werde ich wahrscheinlich erst später reinkommen mit einer Fähigkeit. Vermute ich mal. Aber hier gibt es noch ein paar Dingens. Spawnen die eigentlich wieder? Kann das sein, dass die einfach wieder spawnen? Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Verrat es mir. Lukas, verrat es mir. Ja, habe ich doch schon mal gesammelt, oder? Oder war ich zu blöd, hier hochzukommen? Auf jeden Fall ist da ein Bär, der uns letztes Mal... Nicht letztes Mal, aber das letzte Mal, als wir ihm begegnet haben, ziemlich vermöbelt hat. Weil er so fies ist. Das ist ein gemeines Bärchen. Nichts mit Kuschelbär und so oder Teddybär. Ach, jetzt die beiden wieder. Ja, komm, hört auf. Schnauze. Ja, ja, das Loch in deinem Herzen. Dein Loch woanders, du. So. Ja, komm rein da. Danke. Willst du einen Gegenstand aus deinem Rucksack nehmen, so zeige mit den Pfeiltasten am Arsch darauf und drücke dann die Leertaste am Arsch, um ihn wiederum in den Rucksack zu verstauen. Du kannst deine aktuellen Psy-Kräfte mit der Gedankenblase sehen oder 1 drücken, um deinen Rucksack zu in deinem Rucksack zu stöbern. Ist ja wunderschön. Wir haben Riechsalz. Wir haben den Speck. Ui, die Uhr dreht sich ganz schnell. Die Zeit vergeht ja heute. Ist ja Wahnsinn. Wir haben die Krähenfeder. Dies riecht, was haben wir denn Fähigkeiten? Nichts wirklich. Gut, dann nehmen wir jetzt den Knopf. Ah, jetzt hält er ihn auch in der Hand. Aha. Haha, wir haben blau. Agent, nein, ich melde mich zum Training für Fortgeschrittene. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Ich kann mir vorstellen, dass der Weg zu ihm jetzt schon ein Training sein wird. Kann ich mir einfach gut vorstellen, dass alles irgendwie ein Test ist. So, das nehmen wir gerne mit. Ein bisschen umgucken. Hier liegt auf jeden Fall eine Menge Zeug rum. Sieht ein bisschen aus wie bei mir. Nein, ich bin ordentlich. Oh. Raz kann klettern? Raz kann klettern? Hatten wir... Na doch, das hatten wir ja schon mal. Stimmt. Ich erinnere mich. Aber ich finde immer noch lustig, dass diese Sprungblase, Sprungerweiterung Licht spendet. Finde ich irgendwie super. Was lernt man denn hier? Löffel verbiegen? Feuerchen legen? Gut, vielleicht ist auch kein Test, zu ihm zu kommen. Eventuell nicht. Oh, da ist... Ach, zieh mal einer an. Das ist ja praktisch. Mhm. So ein Baumstumpf ist auch hier unten völlig unauffällig, natürlich. Aber, okay. Nee, ich möchte mich erst nur umgucken. Ich vielleicht nicht noch irgendwas finde. Nee. Alles klar. Gut, dann sprechen wir mal mit Sascha. Oder? Finden wir da noch irgendwo was? Moment. Nicht so voreilig. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Das Projekt geht nur 80 Parts. Na gut. Dann reden wir jetzt mit Sascha. Obwohl, was ist hier zu sehen? Mal gucken, ob man irgendwo was erkennen kann. Was er da tut. Er misst irgendwelche Ströme. Höhenströme wahrscheinlich. Ich habe schon viel von diesen Kopfexplosionen gehört und mich gefragt... Wissenschaft, Rasputin. Das praktizieren wir hier. Keine Taschenspielertricks. Wenn du es ernst meinst mit der Erforschung deines Verstandes... Geh zum Gehirnmixer und fang an. Gehirnmixer? Er hat einen leichten österreichischen Akzent, oder? Hey! Wofür ist dieser Komiker?
komische Föhngut. Ah, du bist bereit für den Gehirnmixer. Mit diesem Gerät schicken wir dich tief in deine eigene Psyche, um dort beispiellose Einsicht und Macht zu gewinnen. Ausgezeichnet. Dann mix mal los. Jetzt entspann dich. Das tut nicht weh. Es sei denn, es passiert etwas ganz Schlimmes. Wow. So sieht es also in meinem Verstand aus? Das ist er noch nicht. Du reist noch durch die Astralebene. Dies ist ein Teil der Zone, die man als kollektives Unterbewusstsein bezeichnet. Dort ist das Unterbewusstsein aller Wesen vernetzt. Du hast gerade erst mit deiner Ausbildung begonnen, Rasputin. Viele der Türen, die zu einem anderen Bewusstsein führen, sind noch außerhalb deiner Reichweite. Je mehr du die geistige Welt erforschst, desto mehr Verbindungen öffnen sich. Momentan kannst du nur eine einzige unterbewusste Welt betreten. Deine eigene. Tritt hindurch und wir können weitermachen. Hindurch, ja, Österreicher. Will ich jetzt eine Verbindung zu Super Mario 64 aufziehen? Nein, nein, nein. Aber es sieht nach viel Arbeit aus. Erinnert mich an Oblivion, Tore schließen und so. Oh Gott, das war noch böse Zeiten. Na gut, gib mir mal durch. Ins Licht. Yay! Abgestürzt. Ja, da sind wir zurück. Es war ein kurzer kleiner Absturz. Das werden wir jetzt noch zusammen machen. Sie hat mir gesagt, ich darf hier keine übersinnliche Ausbildung machen. Geh zum Gehirnmixer, wenn du bereit bist. Haben Sie das Ding schon an Menschen ausprobiert? Geh zum Gehirnmixer, wenn du bereit bist. Hey! So, das brechen wir mal alles ab. Das haben wir ja alles schon gehört. Kann ich hier eigentlich runterfallen? Nee. Gut. Interessant. Lass mich hier rein. Na dann, wir werden noch ein bisschen was erforschen müssen und werden jetzt in die Welt hoffentlich ohne Absturz. Ah, das sieht gut aus. Ich hab mal Lukas' Tipp befolgt und... Rasputin, kannst du mich hören? Sascha? Wo bin ich? Du bist in deinem eigenen Verstand, aber ich weiß nicht wo. Sag, was siehst du? Einen klapprigen Zigeunerwagen. Erkennst du ihn? Ja. Dort wurde ich geboren. Ich verstehe. Faszinierend. Trugbilder. Stufenaufstieg. Interessante Geräusche. Nicht. Oh Gott. Nervige. Na? Sascha, ich gehe jetzt in den Wagen. Was siehst du da drin? Ich gehe jetzt noch nicht da rein. Ich will das Trugbild haben. Ne, komm her. Danke. So, und irgendwo war hier geistiger Müll, oder? Oder war das unsortiert da? Was bist du denn? Schlage die Schatzkammer, um sie zu öffnen. Ja, muss es erstmal einholen. Danke. Rasputins Flucht. Erstmal die Maus wegnehmen. Er war offenbar ein Zirkuskind. Zigeunerkind halt. Alle anderen haben trainiert und er war eher im Geistigen interessiert. Okay. Psychonauten und so, ja. Seine Eltern wollten das nicht, beziehungsweise sein Vater. Da hat er sich gedacht, er geht. Ist auf ein kleines Pferd weggeritten. Und war dann bei der im Training für Fortgeschrittene. Nein, beim Trainingslager, beim Sommercamp. Moment, kann ich da lang gehen? Das sieht alles so erforschbar aus, alles so wirr, aber na gut. Gehen wir mal da rein. Weiß nicht genau. Ist schummrig hier. Sehr interessant. Was? Nein, ich finde es raus. Interessant. Aha! Ach, es ist ein Ei. Mhm. Ah ja. Schlag weiter, Rasputin. Das ist cool.
Das ist echt cool gewesen. Rasputin, bist du okay? Was siehst du jetzt? Ich sehe ein kleines, hasenähnliches Tier. Hm. Ein ungewöhnliches Tierwesen symbolisiert im Traum oft eine Urangst oder Erinnerung. Folge ihm, es könnte dich zu etwas Wichtigem führen. Klar. Na, dann hinterher. Okay, Mr. Bunny. Wir bleiben zusammen und wo du hingehst, geh auch ich hin. Wir beide sind ein Team. Hey! Komm zurück! Und mit Herzen. Erstmal Anhänger, Handtaschenanhänger. Und natürlich hier alles einsammeln. Das ist ja logisch. Haben wir hier sonst noch was? So, okay. Entdecken. Nicht viel, aber... Ach Gott, ganz viel links, rechts gelaufen. Ich sehe es schon. Stufenaufstieg. Wir haben eine neue Psy-Kraft. Und komm, hier, komm her. Danke. Ruhig. Okay, es gibt auch Gefahren hier. Danke, danke. Ja, zu Agent Krulla gehen wir dann noch. Sammeln noch ein bisschen geistige Gesundheit. Die kann sicherlich nicht schaden. Ah ja. Okay. Du willst offenbar nicht. Gibt's wieder so viel einzusammeln? The fuck, ein Steak? Was ist das hier? Ah, okay. Komm her. Komm her. Pfeilspitzen. 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 Danke. Ein Steak. Sieht ein bisschen komisch aus. Interessant auf jeden Fall, wie es bei dir aussieht, Kollege. Stufenaufstieg. Okay, man levelt irgendwie schnell. Auf jeden Fall kaputt machen ist immer gut. Ja, alles einsammeln. Ich bin ja auch so ein kleiner Sammler. Will. Sascha? Was ist? Noch ein Häschen? Nein, das ist eher ein super gruseliger, flammenäugiger Dämon oder sowas. Oh. Hm. Was? Okay, ich werde dich da rausholen. Nur eine Sekunde. Sascha? Moment, es gibt immer noch ungewöhnliche Interferenzen. Faszinierend, als ob ein anderer... Agen, nein! Sorry, fast fertig. Sascha! Interessant. Oh. Das sollte nicht passieren. Wir machen das nochmal. Oh. Ich denke, ich muss nicht unbedingt wieder in den Mixer mit den Glutaugen-Jungs. Wie du willst. Weißt du, viele Stammesgesellschaften betrachten den Sieg über die Monster der Träume als Initiationsritus. Ich kann dich lehren zu kämpfen. Komm wieder, wenn du bereit bist. Das große Monster besiegen, das ich gesehen habe. Werden wir machen, aber wir gehen jetzt erstmal zu Agent Krulla, um unsere Psy-Kraft abzuholen, eine neue. Kann da vielleicht auch ganz dienlich bei sein. Wohin soll ich sie bringen, Agent Krulla? Agent Krulla. Hm. Natürlich zu mir. Fahren wir sofort. Ja, großer Psychomeister. Ach Gott, diese erotische Stimme. Als Anerkennung für deine harte Arbeit, Entschlossenheit und Geistesgegenwart erhältst du hiermit die offizielle Auszeichnung für Pyrokinese. Pyrokinese, ja. Mich schon auf. Hey, wo sind wir denn hier? In deinem Verstand. Ich dachte, du bekommst die erste Pyrokinese-Lektion besser an einem vertrauten Ort. Lektion? Psst, denk jetzt an etwas, das du verbrennen willst. Ach ja, du bist ja im Zirkus aufgewachsen. Aber warum willst du all diese glücklichen Erinnerungen verbrennen? Wenn sie glücklich gewesen wären, hätte ich ja nicht fortlaufen müssen. Mein Vater... hasst übersinnlich Begabte und er wusste, dass ich einer war. Den ganzen Tag lang musste ich akrobatische Kunststücke üben, um mich abzulenken. Oder er wollte mich damit umbringen. Ich weiß es nicht.
Jetzt fackel mal nicht lange. Fackel lieber was ab. Oh Gott. Muss ich erst auswählen? Ja. Erlaubt sie Kraft mit bla und bla. Okay. Ah, okay. Mhm. Ich kann also drei, alles klar. Ich hab's. Ja, nee. Konzentrier dich! Prima, prima! Und jetzt den Rest. Du schaffst es! Es wird wärmer! Mach weiter so! Sehr cool. Wow, es wird heiß hier drinnen! Rasputin, konzentriere deinen geistigen Fokus auf das Ziel und halte ihn aufrecht, während du es verbrennst. Ich hab dich nicht ausgebildet, damit du mich in Brand stecken kannst. Ich hab dich nicht ausgebildet, damit du mich in Brand stecken kannst. Hör auf! Ausgezeichnet! Feuer ist hübsch. Das ist das Ende der Lektion. Du kannst jetzt gehen. Du musst mir aber eins versprechen. Du darfst die Kräfte der Pyrokinese nur einsetzen, wenn es sehr, sehr wichtig ist. Oder sehr, sehr lustig. Ich verspreche es. Und wenn du damit Mädchen beeindrucken willst, musst du erst sicher sein, dass keine von ihnen Haarspray verwendet. Ich mag ihn. Gut, wer nicht, ne? So, ein Task abgeschlossen. Ne, von da sind wir gekommen. Wo ist nochmal unsere Schnellvariante? Wobei, wir können auch gerade mal... Ach ne, warte mal. Doch, wir haben ja noch einen Kern, ne? Richtig. Können wir uns gleich noch einen Stufenaufstieg holen. Neue Psykraft bei Stufe 20. Sehr schön. Haben wir das auch gerade erledigt. Perfekt. Ja, gefällt mir. Ist sehr, sehr schön. Es geht voran langsam. Jetzt geht's endlich voran. Na komm schon. Hep. Hep. Der Weg ist aber jetzt anders, oder? Plötzlich? Ich weiß es nicht. Hm, egal. Wir kommen trotzdem hoch, weil wir gut sind. Wo geht's hier lang? Okay. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Therapierunde. Oder ein, ja, irgendwie sieht das halt aus, ne? Gut, wir wollten zurück zu Agent 9. Zu unserem Österreicher. Österreicher, der eigentlich Deutscher ist. Da ist das Dingens. Das habe ich doch gesucht. Ja, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Macht's gut.